Ein wunderschönes Hallo und willkommen zurück zu Age of Conan. Wir sind wieder am Start hier mitten in Kitai, voller Unholde hier alles. Pah, geht weg. So, wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Wir sollen hier noch ein bisschen Gras pflücken für unseren kleinen bekifften Freund im Lager. Na? Nee, ja, war klar. Dass du jetzt wieder nicht warten konntest. Du uns einfach mal in Ruhe lassen konntest. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Hui! Jetzt habe ich den Kombo verbockt, wie ich es gerade sehe. Ja, ich war jetzt auf der falschen Taste. Ich sollte anscheinend doch ein bisschen... wahrscheinlich wieder ein bisschen öfters Age of Conan spielen. Beziehungsweise nicht öfters spiele ja im Moment eigentlich relativ viel. Aber zumindest sollte ich dann vielleicht mal öfters mit dem Wächter aufnehmen, dass ich dann nicht hier wieder alles vergesse und die ganze Verplantheit wieder von vorne losgeht. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr hier. Das Tolle ist natürlich, dass wir diese Mobs überhaupt nicht brauchen für unsere Quest. Tja, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber ist so, ne? Was soll man machen, wenn das Viehzeug hier kommt? Aber das Vorteil ist, gibt uns zunächst ein paar EP. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon... Ja, waren schon doppelt EP. Da hat es sich ja wenigstens einigermaßen gelohnt. So. Was wollte ich denn heute eigentlich machen? Ich wollte die Pflanzen nur sammeln, aber eigentlich wollte ich mal hier zu den Untoten gehen, südwestliche Ruinen erkunden und da noch denn die Ritualstätte des Schamanen befreien. Ja. Da wisst ihr ja, was passiert. Was wieder da uns auf, was wer da auf uns wartet. Kann ich hier, ich kann hier mitten eigentlich mitten durchlaufen. Packen wir das Ding mal weg. So. Wo wir noch irgendeinen Auge auspicken. Ah, die sind so schon weiß. Uns fehlt noch ein Level, dann sind die anderen auch weiß. Jetzt muss ich mal gucken. Hier sind wir. Untote vernichten, ja. Geh weg. Fupp. Tam. Bumm. Wie ist denn gezählt? Nee, der hat nicht gezählt. Zähl nicht als Untoter. So, dann müssten da jetzt hier mal langsam welche kommen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon zählen. Pieks. So. Und wieder warten, bis der Kombo ausgelaufen ist. Zählt auch noch nicht. Okay. Also müssen hier noch mehrere Untote. Anderer Spieler, guck mal einer da. Ja, seitdem das neue Update draußen ist, beziehungsweise die Server-Mitch war, laufen ein auch ein paar Leute über den Weg, was natürlich sehr nett ist. Das müssten aber die Kollegen sein, die jeweils brauchen. Ja, jetzt, oh, ich habe doch richtig gedrückt, ich dachte, ich habe jetzt zu früh gedrückt. Das hätte mich jetzt schon wieder angepisst, aber da es ja nicht so ist, ist es nicht so. So, nehme ich auch auf, gut, dann labere ich den Mist hier wenig nicht umsonst. Ist ja auch mal was. Ja, und sie zählen. Und haben Loot. Was haben wir denn? Schwere Rüstung. Ohuhu, das ist natürlich geil. Huch, was kommt denn hier an? Oh, ich dachte, ich habe mich jetzt übelst erschreckt. Diese dämliche... Ah ja, dämlicher Panther. Nee, Säbelzahn. Er ist aus wie so eine riesengroße Ratte irgendwie jetzt von dem Blickwinkel aus. Oh, ich habe mich jetzt aber übelst erschreckt mit dem Dämonologen-Kollegen da, der einfach aus nichts aufgetaucht ist. Ah, die brauchen wir sowieso auch noch. Das ist ganz gut. So, jetzt macht der die Ritualstätte oder was? Achso, ja, ja, Itemshop geht nicht, aber ich wollte eigentlich etwas anderes machen, und zwar die Handschuhe anziehen. Yep. Mich mal kurz an der Nase kratzen, weil der Popel gerade so hängt, dass er gerade juckt. So. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau. Untote vernichten. Einfach alles kaputt hauen, was hier kreucht und fleucht. Dann werden wir unsere Quest schon schaffen. Ja. Meine Katze muss man wieder mitten in der Aufnahme jaulen. Das ist immer schön, dass das Vieh nicht einfach mal ganzen Tag jetzt die Klappe, aber ich mache die Aufnahme an. Das Ding geht los. So. Natürlich wieder Action am Start. Ich kann den, kann ich den helfen? Komm, ich hau jetzt einfach mal mit drauf hier. Hui, bam. Und zack. Zack, zack, zack. 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 Mal, ist mit kaputt gehauen, ja?
Kann es doof? Kann es die Quest natürlich nicht beenden? Oder kann ich den... Oder was ist passiert? Ist einfach, wenn ich hier einfach ein bisschen mitmische. Außer, dass ich wieder schon kurz vorm Tod bin, aber es geht noch. So. Ich weiß nicht, ob das zählt. Würde mich jetzt echt mal interessieren. Sonst machen wir das natürlich jetzt hier alles umsonst mit, aber ist ja auch egal. Werden wir gleich erfahren. Ah, gehst du kaputt. So. Ihr seht, ich habe keine Ahnung, ob das zählt. Ja, ach ja, komm. Das kommt ja natürlich hier um die Ecke. Warum? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ich tue einfach mal so, als wenn ich es verstehe und worum es hier eigentlich geht. So. Haben wir die tollen Buffen auf, die Buffen noch drauf? Ja. Das wäre nett. Komm, lass den mal ablaufen jetzt, ja? Aber das Schöne ist, ich regeneriere keine Lebensenergie. Doch jetzt. Aber nicht so viel, wie ich normalerweise machen würde. Ach, was backt das hier schon gerade schon wieder rum? Was ist hier eigentlich der Demo-Pult hier gerade alles, was hier nicht nied- und nagelfest ist? Oder so, also macht alle... Zack, zack. Der macht hier, glaube ich, der holt hier gerade alles. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Macht hier böse AOE-Schaden. So. Hm, aber scheint... zumindestens nicht für mich zu zählen, so wie es aussieht. Komm, wir nehmen mal ein paar ab hier. Ist natürlich doof, dass es nicht jetzt für mich zählt und dass ich die ganzen Kram dann nochmal neu machen muss. Aber ich könnte auch einfach weggehen und dem sein Schicksal überlassen. Dem sich sein Schicksal überlassen und ich kann schon wieder nicht reden. Das ist schon eine Kracke hier. So, aber das Ding scheint jetzt weg zu sein. Das scheint auch weg zu sein. Ich kann es auch nicht benutzen mehr. Das Ding ist das Einzige, was noch brennt. Ja, Kollege, du musst aber auch mal alle kaputt machen, sonst kannst du es hier vergessen. Irgendwie rafft er wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dass ich mich hier schon wieder aufrege. Will ja auch keiner sehen. Da rennen die Dämonen noch von ihm um. Gut. Die Quest scheint abgeschlossen zu sein. Zumindest für ihn. Kann ich jetzt auch wieder... Okay. Fackel mal nehmen. So. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen läutern. Brennt in der Hölle, ihr Dämonen. Ach so. Geht gerade nicht. Gerade ein eigenes abläuft. Suchen Sie später noch einmal. Oh man. Please call the line. Ah. Ist doch scheiße jetzt gerade. Muss ich echt noch warten, bis der dämliche Questmob respawnt. Der ist doch schon wieder da. Hallo. Ich will deinen Ritualstein reinigen. Lass mich doch mal. Okay, danke. Wir dürfen. Okay, hat also nichts für uns gezählt. Also, wenn sowas nochmal auftauchen sollte, beim nächsten Ritualstein, wir lassen es und kümmern uns. Ein Scheißdreck. Bup. Bam. Bui. So. So. Der Stangenkampf gefällt mir immer noch nicht. Ja, ich weiß. Er macht mehr Schaden mit der Stange, aber trotzdem weiß ich nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Die sind natürlich diesen Debuff wieder drauf und kann jetzt nicht rasten. Doch, ist er. So. Ach, Katze, halt die Klappe. Ja, toll. Ich will helfen, tut's auch nicht. So. Rums. Naja. Sollte eigentlich ein paar mehr Leute treffen, aber hat nicht so sollen sein. Man könnte ja auch mal ein paar
AOE-Kombos rausknallen. Aber nur wenn man möchte. Ist ja nicht so schlimm. Zack, zack und das noch rein. So, kann ich mich jetzt wieder, kann ich jetzt bitte wieder rasten? Ja, danke. Lalala. Lalala. So, komm, jetzt falten wir hier alle um. Kann ja nicht sein hier. So. Zack, zack, zack. Zack. Okay. Hat das nicht so ganz funktioniert, wie es sein sollte. Ups. So. Das ist noch kaputt, das ist noch kaputt. Da ist auch noch einer. So. Ja, manchmal gewiss. Gar nicht, was man so... Huh. Ziel erreicht. Ersten haben wir schon. Ja, so manchmal weiß man gar nicht, was man so erzählen soll. Vor allem bei so einem MMO ist es doch relativ schwer, da immer die passenden Worte zu finden und sich zu überlegen, was man da so erzählt. Ne? Das ist doch ist schon relativ schwer. Das heißt relativ schwer, also es, ja, schwer ist es nicht, aber ich sag mal, so ein MMO zu Let's Playen ist halt doch wirklich immer ein bisschen was anderes als ein Singleplayer-Spiel zu spielen, weil einfach im Singleplayer-Spiel weiß man, was jetzt, ich sag mal, was jetzt relativ passiert. MMO ist halt immer so, warum ist ein Singleplayer-Spiel auch halt immer meistens relativ kürzer, ne? Ich mach gleich die Tür zu, es geht mir gerade ziemlich auf den Sack hier. So, aber zum Glück sind es nur, hat dann wieder seine 5 Minuten und dann ist wieder Ruhe nachher. So. So, weil manchmal nervt es einfach, ne? Ich denke mal, ihr könnt das ein bisschen verstehen, dass man da nicht mitten in der Aufnahme nebenbei so ein Katzenjammer hören möchte. Ich denke, da ist mein Ärger ein wenig zu verstehen, den ich da habe. So. Ja, es tut mir natürlich auch leid, dass im Moment halt nicht so viel Age of Conan kommt. Es sieht halt wirklich, dass ich da keine Zeit zu habe. Ich hätte gern mehr Zeit, aber leider geht es im Moment nicht anders. Aber jetzt ist ja bald eine Woche Urlaub angesagt und ich denke mal schon, dass ich da Zeit finden werde oder mir auch einfach die Zeit nehmen werde, um für euch da ein bisschen Content zu produzieren, ne? Haben wir im Endeffekt alle Seiten was davon. Ich freue mich, ich kann mich freuen über meine Aufrufe, dass den Leuten das gefällt, was ich mache. Und ihr könnt euch über neue Folgen freuen oder ärgern oder sonstiges. Ich denke mal, ihr findet da schon einen gesunden Mittelweg für euch alle. So. Zack. Zack. So, den zweiten haben wir auch fertig. Wenn wir das hier geschafft haben, haben wir auch endlich unser Level ab. Unser Level 34, dann dauert es echt nicht mehr lange, bis wir endlich reiten können. Na, machst du jetzt. Danke. Sehr freundlich von dir. So. Weiß gar nicht. Kitai, was da die Landessprache ist. Müsste ja eigentlich... Ich weiß nicht, ist Kitai, ist es Mongolei oder ist es direkt China? Ist es Japan? Ich weiß es gar nicht. Wenn da jemand vielleicht mal Ahnung hat und eine Idee hat, kann er hier einfach mal in die Kommentare schreiben. Pam! So. Zermatscht die Kollegen hier. So. Scheiß Zombies. Mistpack. So, ja, ich bin rassistisch. Gegen Zombies. Raus aus meinem Land oder in wessen Land wir auch immer jetzt sind. Warum hatten der die... Das ist aber auch schön, wenn er die Kombos nicht annimmt und man drückt die Pfeile, aber passiert nichts. Da merkt man doch schon den leichten Ping-Unterschied
ne? Zu damals. Wo weiß jetzt im PvE immer noch möglich ist und keine Probleme geht eigentlich mit schlechten Pings. Beziehungsweise, außer wenn dann natürlich mal wieder hochgehen wie sonst was. Aber es ist ja zum Glück relativ selten. Im PvP, denke ich mal, könnte das ganz schön ärgerlich und nervig sein. Ah ja, so ist es halt. Muss man sich entweder damit abfinden oder es sein lassen. Die zwei Möglichkeiten gibt es dann halt nur. Aber vielleicht kriegt man es ja... Vielleicht kriegen sie es ja irgendwann mal im Griff. Ne? Man möchte ja nicht verzagen, einfach Funcom fragen. Die machen das schon, auch wenn es erst irgendwann passiert. Ne? Aber irgendwann kommt es halt. Dann kommt es dicke, aber es kommt. Sind halt nicht wie Politiker, aber nicht ganz. Egal. Ich möchte mich jetzt hier nicht im Kopf und Kragen reden. Nachher kriege ich ja noch böser, das darfst du nicht sagen. Man weiß es ja immer nicht, ne? So, fertig hier mit dem Mistkack. So, muss ich das nochmal abgeben? Ja, die muss ich nochmal abgeben. Muss den Druiden sagen, hier, dass er abhauen kann. Mit dem Schamanen. Es kommt da. Ich will... Nein, nicht... Nein, ich gehe. Ich will die Treppe nicht. So. Ich möchte nicht die Treppe hochsteigen. So. Guten Tag, ihr seid Freischamane. Gib her. Tschüss, Level 34. Mach's gut. Ja, ich habe deine Ketten geschränkt. Ja, ja, kannst in Frieden ruhen. Hau ab. So. Fähigkeitspunkte erstmal. Erstmal schön Laufgeschwindigkeit. Ritt, dass wir hier über die Lande flitzen. Klettern hauen wir nochmal rauf. So, was haben wir denn noch? Ein Talentpunkt. Ja, keine Ahnung. So, was haben wir denn hier? Redute. Wahrscheinlichkeit, Schaden zu erleiden. Redute noch selbst eine 2% Chance. Wird der Nahkampf getroffen, erhöht sich die Chance, zukünftigen Angriffen auszuweichen. Kurzfristig. Furchterregender Schrei. Feldfähiger. Erhöht die Zurückwerfdistanz der Talking-Kombos erachtlich. Ich wollte ja dann eh umskillen, aber es ist ja egal. Furchterregender Schrei. Gewährt einem Wächter die Fähigkeit, einen furchterregenden Schrei auszustoßen, der den vier nächstliegenden Gegnern traumatische Wunden zufügt. Weil ich das nicht früher gemacht? Ich weiß es nicht, bestimmt weil ich es nicht wollte. Es ist ja einfach so ein... Also, ja, ihr könnt es ja nicht sehen, hier ohne Video. Aber, ja. Also ein Schrei war das jetzt nicht. Es war jetzt mehr so in der Luft gefurzt. Ich weiß nicht. eher ein Zug oder so. Aber, also jetzt ein Schrei nicht wirklich. Ah ja, ich will ja nicht immer meckern. Sagen wir, hey, ich bin nur am Meckern. Nee, ich bin nicht am Meckern. Ich sage nur meine Meinung. So. Geh kaputt. So. Und ja, mir macht Age of Conan sehr, sehr viel Spaß. So. Und da ich eh noch... Okay. Haben wir das fertig? Was haben wir noch? Schnauze. Ich soll die Stadt erkunden. Das ist ja eh hier. Kann ich gleich mal ein paar Zombies mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ist egal, machen wir mal wieder Überlänge. Kennt er ja bei mir. Hat er jede Folge immer so um die 20 Minuten. Zumindest wenn es um Age of Conan geht. Dauert das hier alles mal ein bisschen länger. Und ich vergesse gerne mal die Zeit. So, hier muss wahrscheinlich irgendwas sein. Okay, haben wir erkundet. Gut. Verarscht. So. Muss ich denn nicht wieder zurücklaufen? Ja. Kann natürlich auch... Ja, das werde ich jetzt noch machen. Pam. Kaputt. Nee, ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich aufhören. Ich darf hier mal wieder nicht aufhören. Bam. Okay. Den sollte es eigentlich nicht treffen. Machen wir hier mal furchterregender Schrei. Das rein. So, jetzt bluten die, oder?
sehe es hier gerade nicht. Ich habe gerade meine Schuhe davor. Ich habe gerade keinen Tooltip. Nee. Ach, wer weiß. Wird schon irgendwie funktioniert haben. Sollen wir jetzt auch zu der wieder zurückgehen? Nein, doch. So. Ach, wir müssen alle erkunden. Wir müssen hier einmal so... Ja, so immer rumlaufen. Können wir eigentlich auch machen. Wäre ja Quatsch, wenn jetzt extra zurücklaufen, weil ich weiß nicht... ich muss mal gucken, ob es da gab's da jetzt eine tolle Questbelohnung für, habe ich gar nicht gesehen. Wenn es natürlich jetzt eine coole Questbelohnung gibt, dann gehe ich dann auch mal hin. Wir werden es erleben. So, ich gucke gleich mal. So. Kupfer. So. Derzeit kann ich mal gucken. Betäubung des Geistes. Muss ja hier irgendwo... Nein. Da, Mittelstoff. Nee, gut. Verpassen wir also nichts, wenn wir da hingehen. Und deshalb würde ich sagen, ich klopp hier noch ein bisschen Kupfer und wir sehen uns das denn. Und wir sehen uns das denn, genau. Wir sehen uns das denn. Ich dachte doch, heute kann ich nicht reden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Age of Conan. Macht's gut. Tschüss.